das zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Na, das ist auch ein, das, dieser Rätsel, die ich schon nicht habe. Aber ist ja jetzt schon. Hier ist auf jeden Fall schon wieder voll die Partymucke. Warte mal. Ah, das da hinten können wir jetzt auch noch nicht erledigen. Okay. Hast du schon eine Tabakspur sogar? Ja. Ich habe erst gedacht, wenn der bei dir nicht. Und ihr macht ihr Party? Was liegt an, Kollege? Oh, guck mal, schon wieder ist mir die ganze Umgebung im Weg und ich kann meine Combo nicht schön ausüben. Guck, das meine ich. Hätte ich jetzt einen Combo Battle Ring freigeschaltet, hätte ich den schönen Galant da hineinschleudern können. Egal. So, gehen wir mal hier in das Besuch, in den Besucherraum. Das ist nämlich ein kleiner Running Gag, wenn man ab und zu im Abschnitt im Verlauf der Story hier reingeht. Ganz lustig. Kleiner Easter Egg vom Joker. Weil hier ist niemand mehr. Außer. Komm rein! Setz dich und nimm deine Maske ab. Also, Bats. Ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Tja, ja, wir werden sehen. Also, wie gesagt, nur ein kleiner Gimmick, kleiner Isaac, ab und zu mal hier reinkommen. Schadet nicht. Und wir gehen wieder raus. Von First Person wieder zu Third Person. Coole Schnitzelbats. Ja, ja. So, dann wollen wir doch mal sehen, was es hier denn... Oh, hier gibt's ja auch einiges. An Riddler-Aufgaben. Dieses, es wäre töricht, denn der hat deutsames Objekt nicht zu suchen. Das ist, glaube ich, sogar immer die Karte, die alles aufdeckt. Kann Scarecrow's Gas Grenzen überwinden, während er dich wahnsinnig macht? Das zählt auf das so. Und siehst du es, was ich sehen kann? Also zwei Rätsel wieder normal und ein Fragezeichen wieder hier irgendwo vom Riddler versteckt. Wir gehen erstmal nach der Gordon-Spur und dann schauen wir uns noch um, was wir hier noch so erledigen können, aber... Hier ist keine Gordon-Spur. Ich bin doch eben da lang gekommen. Ach so. So findet man die. Ich habe voll vergessen, dass ich gerade meinen, mein Röntgen-Apparatschlein nicht angeschaltet habe. Da oben hockt einer. Was will der? Ah, der ist verstorben. Okay. Echt? Der sieht aber sehr lebendig aus dafür, dass er verstorben ist. Ach so, der andere ist verstorben. Ach so, das ist nur so ein Schisser. Und du bist kaputt. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versucht, da rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. I'll be back. Okay. Dann schauen wir mal. Da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Fragezeichen. Oben, da komme ich jetzt noch nicht ran. Aber wir kloppen uns jetzt eh erstmal mit den Jungs da oben. Mal sehen, ob ich mich jetzt besser anstelle. Herr Ziel, nein, ich bin nicht hier. Ich bin wieder hier. In meinem Kloppe-Revier. Hier sind Joker-Zähne. Was geht ab? Machen wir mal einen Wurf. Fang mal! Hallo, wenn ich einen Aufschlag mache, sollst du gefälligst fangen. Denkst du, ich will immer Punkte kassieren? Das wird ja langweilig, wenn das Mensch zu eintönig wird. Aufschlag, die Fledermaus. Okay, versuchen wir das nochmal. Kannst du besser fangen? Oh, was seid ihr denn schlecht? Habt ihr... Ihr wart bestimmt in der Schule immer diese Kinder, die beim Völkerball als letztes immer in die Mannschaft gewählt worden sind. Meine Güte, guck mal, die Joker-Zähne, die bibbern auch schon vor mir, wa? Was willst du? Und voll in dein Face, Kollege.
Das geht besser mit den Kompos. Okay, machen wir die Joker-Zähne kaputt. Ich werde nämlich aggressiv. Die quieken immer wie so eine Ente. So. Ich weiß, dass irgendwas hier hinter versteckt ist, aber das kann ich jetzt noch nicht aktivieren. Das muss ich hier später machen. Die Spur führt zu nichts. Ich muss dahin zurück, wo ich Hammerspuren entdeckt habe. Was war das mit dem Scarecrow-Gas? Das habe ich auch noch nie gelöst. Egal. Da ist was in der Wand, aber die Frage ist nur, komme ich da hin oder nicht? Das sieht gut aus. Ah, ist wieder eine Arkham-Chronik. Das war, glaube ich, diesmal nur eine in diesem Bereich. Kapott. Schön scannen. Halten wir natürlich erstmal an. Ne? Das ist übrigens auch eine Trophy von der PS3 bzw. Achievement auf der Xbox, das ich noch nicht habe. Warte mal. Ah, da ist ein Patientengespräch. Nehmen wir das mal mit. Wenn man alle Arkham-Chroniken gefunden hat, gibt es auch noch was. Hier ist mal eine Riddler-Trophäe. Bleibt doch mal nicht überall hängen. Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Ja, ja, so siehst du aus. Gibt's hier noch was? Da, guck's. Kannst mich sehen? Ich kann dich nicht sehen. So, genug rumgealbert. Hier oben ist auf jeden Fall noch ein Fragezeichen zu finden. Da muss man nur mal hoch auf diesen Balkon. Ich glaube, ich bin am richtigen Gebäude. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss meine Schritte zurückverfolgen und die Spur neu aufnehmen. Machen wir gleich hier, genau. So. Ey, wie das manchmal echt so kleinlich ist. In Arkham City sind sie da großzügiger. Fats! Mach kein Fats! So, jetzt. Guck dir das mal an! Was ist das? Ich hab das im englischen Playthrough hier von so schnell gemacht. Lesung teilweise indikt. Guck, und dann lässt er sich wieder runterfallen. Genau das wollte ich ja nicht. Oh! Ist das eine bekloppte Fledermaus? Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermausbefall in der Anstalt von Arkham. Ich möchte alle daran erinnern, dass es ihre erste Bürgerpflicht ist, dieses Ungeziefer auszurotten. Wir dürfen nicht zulassen, dass es einen Weg aufs Festland zurückfindet. Das ist doch ein schlechter Scherz. Oh, komm schon. Der bleibt wegen irgendwelchen Kameraproblemen nicht direkt da vorne stehen. Und ihr verarscht mich gerade so. Ist schon wieder irgend so ein bescheuerter Winkel. Ich hab einfach voll meine Aufnahme seit. Warte mal, jetzt rechts. Bats! Guck aber, hier klettert er wieder drüber. Irgendein Winkel war das und ich krieg den gerade den Namen. Das reicht mir jetzt nicht. Ich will das lösen. Hat jemand die große böse Fledermaus gesehen? Er sieht vielleicht wie ein Idiot aus und redet wie ein Idiot. Aber lasst euch nicht täuschen. Finally! The Eagle has landed. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz da drüben um. Ich glaube, da war auch noch was zu holen. Hier komme ich nämlich in das eine Gebäude wieder nicht rein. Weil mir da noch ein Upgrade fehlt. Aber wir laufen hier eh noch ein paar Mal rum. Von daher. Ja, da steige ich zu. Warte mal, war das hier nicht mit dem Scarecrow-Gas? Ne. Ich weiß es gar nicht mehr, wo das, auf was ich das bezogen hatte. Oder war das an dieser umgestützten Fässer? Irgendetwas war das, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Joker hier, denkt dran. Ich beobachte euch alle, wo ihr auch seid. Ziehen wir uns nochmal da hoch.
keinen Tabak zu sehen. Da komme ich jetzt nicht hin, aber auf dem Dach dort oben ist noch. Halt. Nein. Oh, you fail. Ja, an die Trophäe komme ich jetzt auch noch nicht. Hier oben war aber auch noch eine, glaube ich zumindest. Ich könnte mich aber auch irren. Ich weiß ja, dass ich hier auf jeden Fall immer zwanghaft versucht hatte. Doch, da war was. Ah, ne. Ne, das brauche ich. Da, das brauche ich später. Um hier nahe zu kommen, aber ich kann trotzdem mal sprühen. Da, komm, mach ich jetzt mal kaputt. Ich bin gewalttätig. Aber ich habe jetzt eigentlich etwas vorgegriffen. Das wollte ich noch nicht. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt eine gute Hausratsversicherung, damit ihr dieses Dach reparieren könnt. Ich habe keine. Muss auch nicht. Egal. Ja, ne? Weiß Bescheid. So. Schauen wir nochmal hier. Ja. Überall bleibt der mehr hängen hier. Na, da war doch eine. Ich wusste es doch. Jetzt haben wir gleich. Warte mal. Riddler-Trophäen, Herausforderung und Schwert. Riddler-Trophäe. Da sind noch ganz schön viele versteckt. Nein, du fällst jetzt nicht runter. Okay. So, folgen wir jetzt mal der Gordon-Spur. Ach nein, halt, warte, die ging in diese Richtung. Fail. Und nein. Bitch! Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit! Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben! Halt's Maul! Au! Du dummes Kuh! Alles! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Muah! Oh, du kleines Luder, ich kann... Ja, Luder, das trifft's. Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao. Na gut. Habe ich ja schon vorgesorgt. Dieser Weg ist versperrt. Die Toten halten ihn. Ach nein, Moment, wir sind nicht bei Herr der Ringe. Das war was anderes, ne? Und wupp. Dann lass uns mal hier hinein schlüpfen. Aber Luder, damit hat der Joker recht. Wartungszugang. Hier war doch auch noch irgendwas? Nee. Ich will, dass alle Ärzte zusammengezieht werden. Such das ganze Medizingebäude. Aber hier ist eine. Ich meine das ernst. Durchsuch jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das ist nicht. Ah, Joker, ey. Der ist drauf hier. So. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Es gibt ja momentan keinen anderen Weg. Ich will diese Trophäe, aber ich komme nicht ran. Obwohl, hier rüber müsste gehen. Ja. Wusste ich doch. Mach's kaputt, Bats. Schön gegen den. Ich weiß auch, wie das eine Seltenheit war, dass König Leonidas der einzige war, der den Sparta-Kick kann. Heutzutage kann das jeder zweite Videospielcharakter. Und ein Upgrade. Erstellt ein Spezial-Kombo, aber eigentlich geht es jetzt in den Stealth-Bereich wieder über. Oder was haben wir denn hier Feines? Automatische Näherungszündung. Wie fanden wir das Explosion? Das wäre auch lustig. Aber wir nehmen den Zwillingsbatterang. Erstmal.
Damit kann man die so schön verarschen. Bei Stealth-Passagen. Die liebe ich ja, wie ich ja sagte.